Die Venus vom Hohle Fels, die weltweit älteste Darstellung eines Menschen. Nur eine von rund 50 kleinen Skulpturen aus Mammutelfenbein, die Tübinger Forscher in den 6 Höhlen entdeckten, die jetzt zum Weltkulturerbe gehören. 3 Höhlen im Achtal zwischen Blaubeuren und Schelklingen und 3 Höhlen im Lohnetal im Landkreis Heidenheim. Hinzu kommen 8 Flöten, die ältesten Musikinstrumente der Welt. Tourismusminister Guido Wolf gratulierte der gesamten Region zu dieser Auszeichnung. Mit der Ernennung der Eiszeithöhlen zum Weltkulturerbe werde das schon jetzt überaus attraktive Angebot an archäologischen Sehenswürdigkeiten im Land weiter aufgewertet, sagte Wolf. Die Kunstwerke sind zum großen Teil im Museum auf Schloss Hohentübingen sowie im Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren ausgestellt. Im Museum Ulm gibt es eine Dauerausstellung rund um den Löwenmenschen. Weitere Funde gibt es im Archäopark Vogelherdhöhle sowie im Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart zu bestaunen. Die Höhlen der ältesten Eiszeitkunst sind das 6. Weltkulturerbe in Baden-Württemberg. Die anderen 5 Welterbestätten sind das Kloster Maulbronn, die Klosterinsel Reichenau, der obergermanisch-rätische Limes, die Pfahlbauten und 2 Häuser der Weißenhofsiedlung in Stuttgart.